StarCraft Remastered. Ich glaube, in der 66. Jetzt wirklich die allerletzte Mission aller Zeiten. Ich überlege gerade, ob ich nicht mal diesen kleinen Vorposten hier, der mich irgendwie ein bisschen stört, einfach mal wegräume. Einfach mal wegputze. So. Zack. Vor- und wegputzen. Schau, keiner wehrt sich, keiner tut was. So soll es doch sein. Dann rennen wir auch nicht mehr versehentlich da rein und alles ist gut. Ach, Trägerschiff, na da habe ich drauf gewartet. Das tut aber leid. Und der scheiß Arbeiter. War klar. Gut, haben wir doch ganz gut gemacht eigentlich. Ey, die Roten, die hasse ich. Die hasse ich wirklich. Die krempeln nämlich meine Einheiten um. Kann ich nicht leiden. Waren teuer. Krempel deinen eigenen Krempel um. Krempel deinen eigenen Krempel um. Oh, guck mal. Oh. Hallo, Trägerschiff. Zerstört. Oh, das Trägerschiff von vorhin. Existiert noch. Da frage ich mich doch schon, warum hat er jetzt wieder volle Schutzschildenergie? War nahezu kaputt. Okay. Ja, guck mal. Das hat doch wunderbar funktioniert. Schöne Gruppe. Und dann bauen wir weiter Mutalisken. Aber unser Plan, den wir mal hatten, der ist aber noch nicht erledigt. Der muss noch durchgeführt werden. Und eigentlich dringe ich ja denn je, denn langsam gehen mir ja auch die das Vespingas aus. Ach, guck mal hier. Ein dunkler Templer. Ein dunkler Templer? Ah, okay. Moment. Bleib mal da bitte. Den müssen wir natürlich noch vernichten. Sehr gut. Sehr schön. Ja. So. Dann gucken wir mal, was passiert. Vernichter. Ich mache jetzt mal alles hier aus. 7000 Kristall schon. Geht mal irgendwo hin, wo ihr nicht stört. Das wäre echt toll. So. Jetzt mal runterfahren. Mm-hmm.
Natürlich brauchen wir weiterhin Mutalisken. Es reicht natürlich nicht, was wir da haben. Es muss besser werden. Oh, 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 oh. Komm zurück, komm zurück. Und was da kommt. Den möchte ich ja auch nicht verlieren. Was der für. Mit was für. Was der für Geschützen der hier sozusagen auffährt, gell? Als würde er mit Spatzen auf Schleudern schießen. Nein, andersrum. Das hätte man gleich machen können, ne? Seht ihr auch so, oder? Hätte man ein bisschen mitgedacht, hätte man das gleich tun können. Aber wie so oft, daran hapert's. So, jetzt warte mal, was ist jetzt hier los? Ach mal, wie süß. Und damit Raupen. Das ist die Klasse. Dann merkt er, dass das nichts bringt. Wie schön ist das denn? Und unsichtbarer. Wenn so viele unsichtbar, also wenn einem so viel Gutes widerfährt, das ist doch einen Overlord wert. Deswegen schicke ich jetzt da einen hin. Der kann viel Gutes bewirken. Vielleicht sogar ein paar mehr. Das ist klassische. So, was daher. Hier brauchen wir mehr von dir. Und die vier lassen wir jetzt einfach mal da. Eine kleine Abwehr. Ne. Aha, Panzerung noch. Ja, es läuft. Ich sag mal, es läuft. Ja, natürlich brauchen wir mehr Vespingas. Das ist ja klar. Auf jeden Fall brauchen wir mehr Vespingas. Was kommt denn da? Was ist denn das für eine Scheiße? Das kann nicht alles sein, mein Freund. Jetzt echt. Das kann nicht alles sein. Oh, was der für Ghost. Guck mal, was der hier Ghost schickt. Kannst du verschwinden, danke. Stirb. Stirb woanders. Was der für Ghost-Einheiten geschickt hat, habt ihr das gesehen? Wer wollte hier das Ding in einen nuklearen Winter verwandeln, hier die Gegend? Aber tut du completo. Aha, der erste Vespin-Geysir ist erschöpft. Da ist es ja nur gut, dass ich einen weiteren gebaut habe. So, was wir nicht so viel haben, sind Wächter. Da haben wir von den Vernichtern viel mehr. Das ist nichts Schlechtes. Wächter sind wichtig. Vernichter sind auch sehr gut. Vernichter sind auch wichtig. Nein, anders. Vernichter sind wichtig. Braucht man. Aber Wächter, das wollte ich nicht sagen. Wächter sind halt auch wichtig. Da brauchen wir mindestens zwei Grüppchen. Ne. Jetzt habe ich schon wieder Vernichter gemacht. Naja. Das, ja, da fehlt so ein bisschen. Keine Ahnung, was da fehlt. Ein bisschen Hirn vielleicht. Man weiß es nicht. So. Hier. Der nächste Abschnitt. Hier machen wir noch einen hin. Ja, weil, ja, ganz ehrlich, ich meine. Wenn die Plattform überfallen wird, habe ich ein Riesenproblem. Aber ich habe kein Problem damit, hier Unmengen an Sporen zu bauen. Damit habe ich kein Problem. Was ist denn jetzt hier? Himmelarsch ins Hirn. Komme ich überhaupt noch durch? Ja, Gott sei Dank. So. Dann ist doch so. Also Sporen habe ich ja quasi. Also Kristalle habe ich ja quasi. Ach. Kann man gar nicht zählen, wie viel Kristalle ich habe. Ja. Zack,
Zack. Ja, das sieht ganz gut aus. Was ist denn hier? Mach doch mal bitte. Danke. Tu doch mal was. So. Ein steter Fluss. So, und jetzt brauche ich aber bitte mal Wächter. Guck. Da muss auch erstmal ein Shuttle landen, ne? Und außerdem ist auch nicht viel Platz hier für Einheiten, finde ich. Oder? Ich weiß nicht. So. Das zweite Vernichterchor. Ich habe jetzt natürlich sehr viele Vernichter, okay. Die können ja von mir aus auch irgendwo stehen. Die können ja auch zurück in die Basis. Geh weg. Ihr müsst angreifen. Ihr müsst angreifen. Das ist eure Aufgabe. Angreifen. Meine ganzen Einheiten sind fast schon tot. Was soll das denn jetzt? Von so einem Archon. Das ist doch Mist. Weil hier, weil ich hier nicht richtig koordiniere. Also ich will das nicht auf den Computer schieben. Also auf das Spiel schieben. Ich schiebe das jetzt auf einzig und allein auf mich. Weil es etwas überfordert mit der... Das ist ein Oberlord, zieh die Stirn. So, damit sind wir fertig. Sind wir hiermit auch fertig? Noch nicht. Oh, kann ich das Pink auswählen. Aber das ist schon blöd. Jetzt gucken wir, die sind ja fast alle schon hinüber. So. Da sind auch noch Wächter. Und jetzt würde ich die Protoss nämlich in Schutt und Asche legen wollen. Wäre jetzt so mein Anspruch. So meine Idee. Jetzt so das, was ich vorhätte. Könnte hinhauen. Was ist jetzt hier los? Ah. Bleibt mal da. Bleibt mal da. Nein, ihr solltet eigentlich hier hoch. Arbeiter oder was? War jetzt der Arbeiter am Start? Gut. Was fährt denn da rum? Oh, die wollen... Oh! Nein, das geht nicht. Was ist denn das hier? Was ist denn hier los? Zurück! Alter, hier geht ja alles schief! Was läuft denn hier verkehrt? Ein unkoordinierter Haufen. Wer ist denn hier euer Zerebratmann? Was? Wo? Wie?
Ey, bleib doch mal da. Was, was soll... Also... Oh mein Gott. Können wir vielleicht irgendwas mal hier tun? Irgendwas. Wo war jetzt der nukleare Angriff? Sehe ich hier nicht. Da. I. Okay. Sind immer noch in dem Kristall. Das sind nicht viele. Das sind nicht mehr viele. Das sind sehr, sehr wenige. Auch keine gut. Also keine, die gut aussehen. So, ne? Also so. Und aussehen im Sinne von. Machen einen gesunden Eindruck. Ah, die Arbiter. Gucken wir hier, wie viele. Das ist ja hier... Das ist ja hier ein Witz. Ein Witz hoch 10. So. Ist wir... Nein. Nein. Ganz falsch. Es wäre an der Zeit... nachzuproduzieren, und zwar... Aha. Okay, sind einige Overlords gestorben, scheinbar. Oh Mann, was ist das denn? Wenn wir die Kristalle zerstören, wenn wir uns mal auf die Kristalle konzentrieren, dann können wir doch hier eigentlich alles lahmlegen. Bleibt mal da. Wir müssen unbedingt diese Flughäfen hier außer Gefecht setzen. Die müssen weg. Das ist schon viel gewonnen, finde ich. Deswegen Pylonen. Wo habe ich denn noch Wächter? Hier habe ich noch ein paar Wächter, die kann ich noch runterschicken. Und ich müsste noch ein paar Wächter ausbilden. Hier. Es fehlt halt ein bisschen auch an Wächtern. Das ist tatsächlich so, ja. Ah! Da kommt jetzt genau falsch. Das sind die Overlords, die ich mal hier hatte, zum Prüfen der Situation. Ach, guck mal, was wir noch... Ach, hier haben wir auch noch was. Thank you.
Ja, das weiß ich doch. Bin ja schon dabei, was dagegen zu tun. So. Die dürften jetzt sozusagen nicht mehr in Aktion treten. Das ist doch schon mal gut. Ich glaube, dass der Protoss mehr oder weniger zerstört ist. Das ist ja die Hauptbasis wahrscheinlich. Gut, wir haben Wächter, und zwar einige. Die schicken wir runter. Ihr habt nichts mehr zu tun. Das ist eine ganz miese Nummer. Schauen wir mal, ob wir die hier hinbringen können. Nicht mehr viele Wächter. Nicht mehr viele Wächter. Wenn ich zusammen darf, keine mehr. Was ist hier los? Ja, das kennen wir doch mittlerweile schon. Langweilt auch die Menschen hier nicht. Okay. Also die Protoss einzuäschern ist natürlich gut, aber ich muss auch gleich sagen, es hat mich jetzt viel Aufmerksamkeit gekostet und damit auch viel... Es hat meine Basis halb zerlegt, weil ich jetzt hier nicht viel machen konnte. Deswegen müssen wir jetzt hier... Und auch da benutzen wir jetzt natürlich die große Anzahl der Kristalle, um hierfür eine Situation zu sorgen, die wir vorhin ja schon mal hatten, nämlich relativ geschützt zu sein. So, hier mal Spore. Das gleiche gilt hier unten, da sieht es auch nicht gut aus. Hier sieht es gut aus. Dann brauchen wir Overlords. Okay. Wo hat der Protoss noch was hier? Was ist hier passiert? Hier ist eigentlich gar nichts passiert. Das ist eigentlich gut. Das ist nicht nur eigentlich gut, das ist gut. Haben es denn meine Drohnen hierher geschafft oder sind die jetzt irgendwo stecken geblieben? Oh Gott. Da habe ich gerade noch gesagt, es sieht gut aus, aber jetzt sieht es nicht mehr gut aus. Der hat ja durchgemetzelt, okay. Naja, kann man machen. Oh, da hat er einen Pylon. Wo kommt jetzt der her? Hat er jetzt da schnell auf die Schnelle einen Pylon gebaut? Sehe ich das richtig? Das war nämlich eben noch nicht so. Das wird eine ganz fiese Nummer. Ich brauche mal einen von euch. Tut mir leid, aber ich muss... Ist da noch was drin? 9000. So, wie sieht's denn hier aus? Spore, Spore, Spore. Wir brauchen mehr von euch. Zack, hier scheint mir auch was kaputt gegangen zu sein. Da war bestimmt auch mal mehr Kriecher.
Bohre, Bohre, Bohre. Hier glaube ich, sieht es okay aus. Ich will im hintersten Zipfel will ich noch eine Spore haben. Hier müssen wir auch müssen wir umdenken quasi, ja. Und das müssen wir abgebaut werden, die 400. Da müssen wir ein bisschen uns mehr eingraben, sag ich mal. Es muss ja nicht alles jetzt da in der Nähe sein. Und ehrlich gesagt, ach, wenn ich ehrlich bin, viel brauche ich dann nicht mehr, ist eher erschöpft. So, da haben wir noch ein bisschen was. Ach, dann machen wir nicht mehr viel, das ist eh fast erschöpft. Ja, dann können wir uns da auch gut zurückziehen. Konzentrieren wir uns doch lieber hier auf die Protoss-Städte. Ja. Oh, guck mal. Guck mal, was da kommt. Scheiße. Hierher, hierher. Oh, nein, nein, nein. Hierher. Ihr, was ist denn? Was ist denn mit euch? Könnt ihr mal bitte zurücklaufen, bitte. Eieiei, wo kam jetzt die her? Die Valkyrie finde ich aber auch interessant, gell? Die ballert lieber auf meine Wächter, als dass sie sich mal um das kümmert, was sie umbringt. Dann kann man machen, aber. Was ist hier los? Wieso ist jetzt der da durchgekommen? Hä? Verstehe ich nicht. Wie ist denn das jetzt passiert? Ja, weil ich jetzt noch mitten in der Aufbauphase bin. Ich habe jetzt, ja. Das ist auch gerade kaputt geworden. Ja, lohnt sich das da jetzt zu intervenieren? Das weiß ich gerade nicht. Wir haben noch 620. Wisst ihr was? Baut mal alle hier. Ich glaube, hier mache ich gar nichts mehr. Die 600 ist auch geschissen. Geht mal alle zurück. Bin ich da irgendwie hinten rum? Wir probieren es mal. Ne, habe ich keinen Bock drauf. Passt mich nur. Lass mal sein. Gehen wir lieber hier hin, haben wir mehr davon. Nämlich, hier haben wir tatsächlich riesige Vorräte. Allerdings, wenn jetzt natürlich der Typ das hier platt macht, der geht ja gleich in die nächste. Darüber muss ich mir dann Sorgen machen. Und ich denke, es ist auch nicht schlecht, wenn man ab und zu mal mit alles geht. Nein! Ach, vergesst es. Prinzipiell immer das Falsche bauen, das kann man natürlich machen. Warum denn nicht? Was ist denn hier los? Machst du jetzt mal was, oder? Oder magst du nicht, oder? Schwarmpaste wird angegriffen. Ja, lasst euch da ruhig ein bisschen noch umbringen. Gar nichts dagegen. Oh. Wie sieht's denn da eigentlich aus? Oh, der ist auch nahezu erschöpft.
Dann den Overlord und nehmen die mit. So. Ja, was ich jetzt mit den ganzen anfangen soll, das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Kann ich jetzt daher laufen oder? Wahrscheinlich eher nicht, ja. Wahrscheinlich gibt das eher nicht. Na, bleibt mal da. Geht ja nix. Da fühlt er sich jetzt stark, wenn er den Schwarmpflaster angreift. Ja, toll. Das ist ein ganz großer, bist du. So, wir müssen noch mal ganz kurz die Protoss hier noch vernichten, weil die stören im Zweifelsfall, ehrlich gesagt. Aber wir müssen die Folge beenden, fällt mir gerade auf. Bis zum nächsten, macht's gut, ciao.